Mal gucken, was passiert. Da die Warps hier so merkwürdig sind, bin ich. Würde ich jetzt vermuten, dass ich jetzt woanders hingebracht werde. Wobei sie das Video ja nicht verändern können. Also, vielleicht kommen wir doch da raus? Weiß nicht. Kennen wir. Gut. Jetzt reisen. Ja, erst leveln. 4 Stück. 5. Das hört sich nur um 20 jedes Mal, ne? Ist nicht so viel. Mach mal. Wie viel habe ich jetzt? Fast Maximum. Cool. Reisen. Blind. Erwischt. Gut. Ja, dann versuche ich mich jetzt erstmal am Dancer. Und wenn das nicht klappt, kann ich immer noch rausporten. Ich könnte auch Solaire noch rufen, weiß ich nicht. Mal gucken. What is wrong? Are you not a... Ja, hier. Ja, ist okay. What on earth? Achso, lebst noch. Whatever is this about? Oh, eine Seele. Lord, it must be. My dear Prince Lothric. Basin of Vows. Achso. Die, Dancer ist noch nicht hier. Jetzt kommt Dancer, so war das. Ah, okay. Es war nicht, wenn man sie tötet, sondern kurz danach. Oh yeah. Ob ich noch weiß, wie der geht? Oh, oh, oh. Ich will die Rüstung haben. Sah bestimmt lustig aus mit den ganzen neuen Sachen in Kombination dann. Hey du. Machbar, vielleicht. Kommt drauf an, wie Schaden die jetzt macht. Ne, ich hätte ausweichen sollen. Autsch. Lebe ich noch? Ich bin embert. Ah, cool. Okay. Sonst wäre ich tot gewesen, ne? Also, nicht greifen lassen. Sonst bin ich tot. Jetzt mit der Lebensleiste auf jeden Fall. Voll machen. Mhm.
Na, das wird ja was in Phase 2, ey. Autsch. Komm dichter. Na los. Autsch. Scheiße. Ich glaube, ich habe nicht genug Tränke oder Leben dafür momentan. So wie ich mich anstelle. Natürlich bessere Spieler, die das wahrscheinlich sofort können. Hallo. Hi. Fängst du jetzt an zu tanzen? Shit. In die Richtung. Gut. Ich sehe nicht, was du machst. Ja. Mach mal. Ja. Komm, Dichter. Oh, nee, nicht damit. Ja. Okay. Hoppala. Nein. Autsch. Das hat mich getroffen. Scheiße. Nicht tanzen. Nein. Nein, schon wieder hat mich der Angriff getroffen, weil ich dazu so dicht dran war. Da, hat mich schon wieder erwischt. Scheiße. Nein, noch so ein Ding und ich bin weg. Ich bin tot. Cool, okay. Also ich schaffe die noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen mehr, weiß nicht, aushaltend Schaden. Ein bisschen beides. Aber gut, jetzt weiß ich, dass sie da ist. Und wenn ich besser spielen könnte, dann könnte ich sie auch direkt machen. Ja gut, dann sind wir hier erstmal durch an der High Wall. Wir können auch gucken, was wir aus Worts in der Reihen da machen. Aus seiner Seele. Weil davon haben wir ja drei. Vielleicht wollen wir ja irgendwas von da. Wir sind auch ein paar Mal gestorben, also können wir uns untot machen. Untot her. Zumindest bis Joel weg ist. Oh, I would do. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength. Ja, 20 mehr Leben, warum nicht? Be safe. Oh, I. As I have stolen, but I can't. Perhaps I believe that I can help tease out we pilgrims of Londor. Okay. Gut, dass ich mit ihm geredet habe. As I have said, alas, the man. But I can teach you what I know. Perhaps I believe that I can help tease. Good. Be safe. Der Typ da oben ist noch nicht wieder da? Ne. Kein anderer NPC. Wir haben noch so einen Estus-Shard. Das müssen wir da hinten hinbringen. Hätten wir eben mehr Heilung gehabt, ne? Naja. Das da. Nochmal? Ne, haben wir nicht. Weiter geht's. Pretty, be careful, I don't want. Wie weit wir eigentlich schon weit vorwärts können, ne? Oh Mann. So, machen wir hier weiter. Wir haben noch keine Freundschaft geschlossen mit dem Typen. Wir... fuck. Na gut. Mal schauen. Ja, muss ich von der anderen Seite aus öffnen.
Ich werde mich mal lebendig machen und gucken, ob ich invaded werde von dem NPC. Das sollte ja hier so passieren. Oder hatte ich das jetzt schon? Weiß ich nicht. Ja, okay. Hotrick. Links von mir kommt er irgendwo. Ich höre es doch. Da. Kommst du? Ist aber langsam schwer. Nicht gut. Poison, hm? Wegfliegen tut er trotzdem noch. Er heilt sich einfach gegen. Arschloch. Nein. Scheiße. Okay, ich habe eigentlich gedacht, der wird einfach, aber weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der auch aktualisierte Werte hat. Ah, Artorias Great Shield. Interessant. Was mache ich denn gegen den? Einfach besser anstellen, ne? Vielleicht sogar mehr Bogen benutzen. Bisschen mehr kaputt lamen. Wir konnten uns für 1000 Jahre bei Grey Red neue Ember holen. 10 Stück theoretisch. Du kannst dich auch noch zweimal heilen, ne? Bist der Invader. Hoffentlich. Meine Güte. Ich hätte gern, dass du das lässt. Ist deine KI echt so ausgerichtet, dass du dahin läufst? Extra. Das heilt ganz schön viel, ehrlich gesagt. Nee, bei mir nicht. Und dann hat er sich doch mit Estus geheilt, richtig? Das heißt, jetzt dürfte er kein Estus mehr haben. Ja, hat er nicht mehr. Ja, mach mal. In der Zeit jage ich dir viel mehr Pfeile rein, als du zu heilen würdest. Wirklich? Fuck. So. Hast du davon? Gut. Das hält aber lang, ne? Also wenn man Pyromane ist, ne? Dann hat man Zugriff auf das Ding. Sieht es anders aus? Sieht größer aus irgendwie, oder? Oder ist das normal so? Ich weiß nicht. Das Gefühl sieht anders aus als normal. Als wenn das noch einen extra Effekt drumherum hätte. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Die große Machete, die wir schon mal haben. Oder haben wir die normale? Ich weiß gar nicht. Machete? Machete. Und das ist die große. Die eine macht mehr Schaden, die andere heilt. Aha. Joa, ich laufe mal hier eine Weile, bis er den Deck hat oder so. Er macht ja selber gar nicht so viel Schaden an mir. Zumindest wenn er mich nicht direkt trifft. Ja. Er ist nur nervig, würde ich jetzt sagen. Jupp. Greift er hinten noch an? Kann er hier noch sehen?
Der da oben existiert noch. Immer noch Cleric. Wird man hier noch angegriffen? Ich weiß es nicht. Nee, ne? Ja. Ich war gerade nicht sicher. So, Ember. Hier gab es Umbra Ash, oder? Okay. Braucht man also nicht mehr. Das wäre eigentlich das gewesen, um das Sortiment zu erweitern. Von der Shrine Maiden. Habe ich hier alles? Da leuchtet noch was. Hier ist Ash, okay. Hier ist noch was. Flammberg, cool. Für die drei Leute, die das Flammberg mögen und nicht, das weiß nicht, jetzt Claymore oder das Zweihander oder so. Nicht feuern, danke. Ja, doch, ich gehe ja schon. Direkt aus der Kiste. Hier war ich doch schon, oder nicht? Habe ich die noch nicht. Nee. Rates von Pyromancy. Er weiß, dass ich hier drin bin. Sehe ich das richtig? Ja, das kriege ich jetzt gerade viel früher. Interessant. Ich habe auch zwischendurch. Warte mal, wo war das? Hier noch was bekommen. Das da. 5% mehr HP. Okay. Moment. Warte mal. Wo löst man die Dinge ein? Random Consumables. Also haben die keinen Einlöser. Gut. Kriegst du irgendwas von anderen Covenants? Interessant. Nee. Random Consumables. Ha. Das ist ja interessant. Vielleicht soll ich damit eine Weile rumlaufen. Consumables. Also ab und zu, weiß nicht. Was denn? Wurfmesser und so. Oder so. Nee, da waren wir schon. Haben wir schon die Great Scythe mitgenommen. Die Tür vor uns sind wir schon reingegangen. Die haben wir schon aufgemacht. Ja. Da war ich noch nicht. Mache ich jetzt den Weg erstmal frei, damit wir einen kürzeren Weg zum Bonfire haben. Archibald, du hast Tiny Tenuntrious Dings aus Bloodborne, die Waffe. Kommst du her? Nee. Scheiße. Das muss nicht sein. Komm mal dichter. Ist das Ding über seinem Kopf? Hat er. Halt. Scheiße. Er hat Aggro wieder verloren, ja? Gut. Kann ich erstmal die hier wegmachen. Siegbräu, ah. Was? Ich habe gerade Siegbräu bekommen. Wegen dem Covenant, oder was? Warte ich mal erstmal euch weg. Beim Kopf gerade. Achso, okay. Ich bin sehr interessiert daran zu wissen, was das für eine Waffe ist, die du hast. Tonitrus. Okay. Kann ich das nutzen? Da, tatsächlich. The Head of the Spectralium Iron Maze Sparks of Lightning. Bloodborne-Waffen. Okay, das Ding hat einfach immer Blitz an. Und das ist halt eine Keule. Cool.
Macht extra Blitzschaden, scaled mit Faith, braucht aber kein Faith. Interessant, sehr cool. Schlechtes Scaling, aber hey, das ist okay. Das Ding macht relativ viel Schaden, dafür, dass es nicht upgraded ist. Was für viele Waffen irgendwie gilt, ne? Also die Anfangswerte sind sehr hoch, irgendwie. Dass man ganz viel mal ausprobieren kann, da ist eine Kiste. Da ist eine Mimic. Interessant. Fuck. Hoppala. Phosphescent Pole. Okay. Was kann das? Das konnte ich auch nutzen, ne? Das macht über 500 Schaden. Ne, macht an die 500 Schaden. Was? Quickstep. Was? Was ist das für eine krasse Waffe? Was? Was zur Hölle? Das ist ein Speer. Also, ne? Ja. Benutzt. Ha. Quickstep ist das? Okay. Ja, es ist ja... Das ist ja super krass, irgend merkwürdig. Ich brauche mal einen Gegner, ey. Oh, ich bin schwer. Ist das der Nachteil, dass das so viel wiegt? Es wiegt auch nur 5. Nö, nö. Es hat null Scaling. Das ist jetzt am Anfang sehr gut und später dann nachher nicht mehr. Ah, okay. Wir laufen mal kurz ein bisschen damit rum. Ich könnte das andere kurz weglegen. Mhm. Okay. Okay. Ah, hi. Wie komme ich denn da hin? Ich höre hier einen Hund. Four-pronged Claw. Okay, ganz normal. Hallo. Da ist, Gut. Mach mal. Ne, willst nicht? Na gut. Macht auch nur 200 Schaden an dem durch Distanzen. Ach, cool. Ja, eine lustige Waffe. Wie gesagt, also eine sehr gute Early Game Waffe. Ja. Na gut, wo ist unser Lieblingsschwert? Müsste man auch Sachen als Favoriten markieren können. Das wäre super. Wenn die schnell findet in der Tasche. Rubbish. Wooden Mallet. Ember. Joa, machen wir hier mal den Weg auf. Mal in der Mitte. Gut. Zestus. Okay, der war schon immer hier. Aber ich glaube, ich habe schon einen, ne? Den gab es am Anfang irgendwie. Oder ich hätte einen kaufen können, ich weiß gerade nicht. Nee, das ist mein erster. Alles nochmal. Perseverance. Lass ein bisschen mehr Leben bekommen. Divine Blessing, Blood Bite Ring. Die Resistenz gegen Bluten. Ich glaube, den muss ich nicht nachgucken. Was? Okay. Hier war mal eine Tür. Jetzt ist hier keine mehr.
Ne, die ist hier. Warte mal, hä? War die schon immer... War die nicht vorher hier? Huh, okay. Na gut. Used Grave Key. Okay. Mask of Velka. Cool. Talisman. Wir gucken erstmal den Talisman nach. Increase Casting Speed. Mhm. Velka. Boost die FP, Ashen Esters. Also kriegst mehr FP, wenn du Ashen Esters Flask benutzt. Was ich nicht verstehe, warum das man das überhaupt benutzen sollte, weil das regeneriert automatisch. Also bis jetzt verstehe ich es noch nicht. Da müssen ja Sachen ganz schön viel kosten, damit sich das überhaupt lohnt. Schade. Das Set ist aber sexy. So, jetzt ist offen. Das ist auch normal, glaube ich. Gehen wir direkt weiter. Neun Claws, okay. Nein. Velkas Rapier. Brauchen wir nicht. Nein. Hallo? Okay. So. Absolution, Dissolution? Was war Dissolution? Achso, das war der Curse. Ha. Nee. Alles gut. Und ich habe noch keinen NPC umgebracht, also habe ich noch nicht gesündigt. Ja, oder angegriffen oder was auch immer. Achso, Velkas Rapier sollte zaubern können, richtig? Stance. Nee, okay. Ist einfach nur ein Schwert. Also, ein Schwert halt. Das mit inskaliert ein bisschen. Mehr nicht, macht physischen Schaden. Mit Step-Attacken. Gut. Das ist normaler Loot. Ha. Ja. Aufstehen. Ich kann mich irren, aber ich glaube, die Skelette hier haben normale Defense. Das war ein anderes Skelett, das ist nicht normal. Da sehe ich ein paar mehr vielleicht. Mhm. Shortbow, habe ich schon Bloodgem. Hm, hm, hm. Ja, vielleicht haben die doch mehr Leben. Das ist normal. Tschüss. Ja, es hat durch die Wand geglitscht. Aber immerhin kriegt die Leben hier. Seelen. Mhm. Kommst du? Ne? Mehr? Oh. Ist ja richtige Party hier unten, ne? Divine Blessing. Divine Blessing habe ich bekommen, weil ich den Covenant anhab. Das ist ja richtig gut eigentlich, was man da kriegt. Also richtig starke Heil-Items. Siegbräu ist ja auch, also macht ja voll, oder wird? Das ist ja, ne? Apropos Siegbräu, kann ich davon nur eins tragen? Nicht fünf. Fully restores. Wow. Wow. Also, ne? Cool. Also es lohnt sich auf jeden Fall mit dem Covenant rumzulaufen. Würde ich sagen. Jetzt. Na, Kollege? Gibst du mir ein, zwei Schüsse frei, ja? Okay. Da hinten ist eine Kiste.
Okay. Der ist normalerweise in der Kapelle. Das heißt, da ist jetzt Platz theoretisch für einen ganz neuen Boss oder so. Bin gespannt. Estoshard, yeah. das ist eine normale Kiste. Aber gut versteckt hier in der Erde. Accursed Scroll. Nicht zu benutzen. Ist das ein Zauber? Was ist das? Scroll? Das ist ein Ring oder so. Nee? What? ist kein Zauber. Ein Key-Item vielleicht? Hab ich das übersehen? Key, hier, genau. Learn Sorceries from the Cathedral of the Deep. Gibt's das nochmal auch? Sorceries, also Hexe, ja. Cool. Carla ist ja schon da. Lorettas Knochen haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Ich frage mich mittlerweile, wo der ist. Also ernsthaft. Saints Talisman. Kann der irgendwas anderes? Ne, sollte ich hier angucken. Stability. Spellbuff. Effekt, was? Heilt 3 pro Sekunde? Einfach so? Ja gut, wenn man, weiß nicht, man hat ja, also ich habe jetzt über 1000 schon. Ist das auch nicht mehr so viel? 3 Heilungen. Aber passiv irgendwo rumstehen und Leben wieder kriegen ist natürlich schon cool. Also allgemein, vor allem wenn man viel erkundet gerade. Ist man ja doch sehr lange unterwegs. Ja. Ist er hier eigentlich da? Ja, er ist da. Egan, ich sag mal. Ich hätte gern irgendwas, was mir Leben wiedergibt, wenn ich, also dafür, dass ich dass ich Gegner töte. Hi. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. You know what? No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion. That's right. Then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Ahead? Enough death to leave you broken. Time after time. Das ist ein normaler Dialog? Yeah. If like the others, you'll think of... An der Kirche vorbeigehen? Was? Okay. Das ist nicht so ein normaler Dialog, ne? Ist irgendwie zusammengeschnipselt. Who is someone there? Anyone? Na klar, ich bin hier. Was ist los? Please, whoever you are, touch me. Na, wenn sie ist es hier. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Wie ich schon sagte, wenn sie insistieren, kann man nur der Bitte nachkommen. Oh, yes, there you are. So close, indeed.
then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Prayer. Mhm. Good. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. Mhm. I came to this land so that I might be a firekeeper. Hm. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. Naja, hast du ein paar Kerzen hier? If it would not trouble you, might I enter into your service instead? Ja, kannst bei mir auch auf die Kerzen aufpassen, von mir aus. Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Oh. Busch. Na gut, ist sie weg. Sagt Igen dazu noch was? Weil irgendwie hat er einen anderen Text als normal, habe ich das Gefühl. You've gone and rescued her, have you? Okay. How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Oh, da unten ist noch ein Item. Sehe ich gerade. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girls and only for that. Ja. Ah. Naja. Cool. Muss ich da nochmal runter? Nee. Na gut. Besser jetzt als später. Ja. Die Leiter schreit nach Fallschaden. Crypt Ring. Das macht, dass ich mir Zauber ausrüsten kann oder sowas. Oder der existiert hier gar nicht. Doch, da. Boost Damage Against Undead. 20%, das ist viel. Ist nicht jeder Gegner hier untot? Warte mal, das hier können wir... Wie viel ist das? Nein? Scheiße. Wie viel? 5%. Das kommt weg. Okay. Nehmen wir mal hier den Crypt Ring. Es gibt echt wenig Gegner, die nicht untot sind. Also vom Gefühl her, ne? Die Ratten sind auch untot, oder? Während die... keine Ahnung. Wenn er jetzt Hollows gestanden hätten oder so, weiß nicht. Aber Undead ist ja alles bis auf die Dämonen eigentlich. Und die Schlangen und so. Drachen. Ja, okay, es gibt schon noch ein paar, die nicht untot sind. Aber hier, er hier. Er ist doch auch untot, oder nicht? So wie ich. Ich bin auch untot, nicht? Weiß ich nicht. Okay. Da gehen wir gleich rein. Nichts Neues, soweit ich sehe. Hier links war noch eine kleine Ecke, wo wir noch nicht waren. Da waren wir da oben auch noch nicht, da wo ich gerade hingucke. Aber ja, können ja eh nochmal zurück. Wenn wir uns mit dem Riesen abgesprochen haben, damit er uns nicht mehr beschießt. Können wir da auch noch was anderes nachgucken. Mhm. Hi. Der andere nicht? Doch, da. Ah, Divine Blessing. Mal wieder. Pst. Wow. Ja, der denn? Auf zum Riesen. War da irgendwas anderes drauf? Ne, das war der Standard, ne? Gut. Analyse nochmal. Hmm.
pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. This lift only goes down, but you know, with a little warming up, eventually, no, I've got to use my head and think. Jetzt stand ich hier eine ganze Weile und habe einfach gerätselt, wie man jetzt da langkommt. Natürlich nicht. Kausalität hat gerufen. Ich habe viel getrunken, also muss ich aufs Klo. Oder wie war das? Ich dachte mir, ich nutze mal den NPC-Dialog dafür, der wahrscheinlich gar nicht so lang war. Da will ich noch nicht hin. Erstmal nach ganz oben. Da ist ein Item, das auch normalerweise da ist. Ich weiß gar nicht, vielleicht, also, es wäre auch lustig, wenn der Typ einfach nicht freundlich wird und man da, hier ist ein Bonfire, what? Wenn er nicht freundlich wird und man, quasi durch all die Gebiete auch mit Pfeileregen durch muss. Einen Schatten gesehen? War es mein eigener? Wahrscheinlich. Server? Wieder ein Item, das ich glaube ich schon benutzen kann. Obwohl ich nicht so hohe Werte habe, ne? Ne, kann ich nicht. Ein HP und Hit. Spin Slash. Curved Greatsword. Zeig mal. Das ist so eins. Das ist hier. Demon's Souls, oder? Ist das nicht das Ding, was in dem fetten Dämonen steckt? Irgendwie sowas? Weiß ich nicht. Ich habe Demon's Souls nicht gespielt, ich hatte keine PlayStation. Who are you? Magnus? I help anytime. Gut. Luke Skyward. Und Hawkring. Und Young Grinch. Okay. I help. Gut, wir sind Freunde. Finde ich gut. Will ich das? Nee, wir gehen jetzt erstmal zurück. Also, wir rasten da nicht. Dann helfen wir jetzt erstmal Siegfried. Wenn das hier wie immer funktioniert. Ist kein neues Item oder so. Sieht nicht so aus. Der Gegner da ist allein. Hey, Siegfried.
Ah! Oh! Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Wie schlau du doch bist. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? Yeah. I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. I could try talking some sense into him. Mm-hmm. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. I could try. Okay. Na denn? Let's get ready to rumble. Da ist Loot. Ein Homeward Bone. Okay. Ich hoffe, der ist nicht zu krass gepimpt. No! You should have waited! Naja, okay aus. It's too late now. Oh fuck, der fängt. I, Siegfried, of the Knights of Katarina, fight by your side! Ja, Siggi, leck ihn mal ab. Was? Was hat dann eben? Die Kamera war so komisch. Ich dachte gerade, er macht irgendeinen so krassen Special, den ich jetzt gleich gegensetzen kann. Soul of a Demon und Fire Seed. Soul of a Demon? Demons were born of the Chaos Flame, but the flame was not survived. And demon, okay. That was quite a performance. Danke. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. Bist auch einer? For the moment, we've a toast to make. Siegboy. Your valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine. Toast. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Genau sieht's aus. Ihn haben sie aber auch viel aufnehmen lassen hier. Ja. Achso, hab ich nicht. Jetzt. Okay. So. Sind hier noch mehr Gegner? Haben sie hier noch was dazu gepackt? 10 Straw Hat. Das. Reduces FP Consumption. Ach cool, so ein. Ein Ding, was in Sekiro fast schon vorkommen könnte. Können auch mal den anlegen zwischendurch. Oh, ist gut gelungen. Kräftige Farben. Das ist normal. Nehmen das mal wieder. Wir sind gierig und wollen mehr Seelen.
Ja, okay. Kennt ihr das, wenn ihr in anderen Spielen so oft wart und dann... Ich habe gerade das Menü geschlossen, ne? Und habe dann oben rechts erwartet, dass gleich die Minimap wieder auftaucht. Aber ja, andere Spiele, andere Sachen. Ach ja. Ist hier nicht. Minimap. Ja. Gut. Pelltank. Ich glaube, da wäre ich auch mit Schwert rangekommen, oder? Nee, das hier war Pelltank, ne? Was ist denn hier jetzt? Nee, das ist normal, normaler Loot. Alles gut. Hab ich nicht irgendwo eine Seele extra gesehen? Also so ein Loot extra gesehen? Ach, das hier oben, das ist nicht normal, ne? Muss ich da nochmal droppen von da? Ja, gut. Black Knight Shield. What? What? Das kann ich noch nicht benutzen. Schade. Das ist ein gutes Schild. Das hat nur 55 Stabilität. Hat das nicht mehr? Also mehr als das Silver Kite? Kann das irgendwas? Naja. Das ist einfach nur ein Schild. Das 18 Stärke erfordert. Okay, haben wir schon mal ein Ziel? Das war ein Stich, ne? War das auch ein Stich? Ne, das war ein Slash. Na gut, komm. Also den. Siegbräu, schon wieder. Bulwark Ring, okay. Das ist ein Schildring, oder? Sowas in der Richtung? Bulwark. Slows Equipment Degradation. Aha. Waren denn nicht Hunde? Irgendwo? Das Loot. Hallo Hund. Eben war es noch nicht da, oder? Lethal Gem, okay. Das sind Lethal, ne? Ist auch nicht Skill Gem. Also sind andere Gems jetzt. Okay. Der Keuchter. Ich hab schon wieder einen untoten Keuchen hören gerade. Wow, ich glaube, das ist ein ganz normales Ding. Sind sogar eins. Vielleicht ist einer mehr jetzt von denen. Cool. Ah, ich habe mich so erschrocken, weil ich einfach nicht mehr im Kopf hatte. Cool. Ganz viel Heilung. Missionary Axe. Okay, bevor wir uns das angucken, machen wir die beiden da oben platt. Ich bin froh, dass wir noch zwei Pfeile für die brauchen. Missionary Eggs. Bin ich gerade bestimmt schon dran vorbeigescrollt, richtig? Also ich hätte das ja irgendwo dahin gepackt, wo die anderen Waffen der gleichen Gattung auch sind. Da zum Beispiel. Können wir anlegen. Also nur zweihändig. Walkshroy.
Cool. Ist das irgendein anderer Teil? Sehr coole Axt. Sieht aus wie so eine Axt zum Köpfen eigentlich, ne? Was steht da drin? Nein. Wow. Na gut. Weinbaum. Haben wir das schon mal bekommen? Golden Fruit hatten wir schon mal. Increases Dexterity. Temporarily. Liegt da unten Loot? Sehe ich das richtig? Ja, komme ich da hin? Ja. Okay, das ist neu. Ember. Hat sich's gelohnt? Ich weiß nicht. Ne, das ist auf jeden Fall ganz viel Zeitverschwendung. Weil jetzt wieder hier runter, dann da hinten lang. Ich könnte eigentlich so ein Ding mal nutzen. Voll heilen. Ah, okay. Es heilt nicht voll. Aber es ist für die Resistenz ganz gut, für die Frostresi. Ich dachte, Siegbrei hält voll. Regeneriere ich HP? Nee, ne? Okay. Ich dachte gerade für einen Moment. Ich glaube, der Glanz von der HP-Regeneration ist in etwa der gleiche, wenn man hier heilige Sachen benutzt. Wie der, den wir gerade drauf haben, den Glanz. Ist hier noch ein Gegner? Nee, ne? Ich gucke gerade irgendwo, ob hier noch Items versteckt sind. Wenn ich Mod-Entwickler wäre, ich würde es bestimmt machen. So wie da außen gerade einer so ein Ding war. Undead Bone Shard. Die Dinger gibt es also noch. Ich war mir nicht sicher. Okay. Erhöht Heilung. Na denn? Rusted Golden Coin? Oder Rusty Golden Coin? Das ist ja auch, Widerspruch in sich, ne? Rost und Gold und so. Naja. Aber da kann ja noch irgendwas anderes mit in der Legierung mit drin sein. Mirror Items. Da sollten wir mal ganz kurz gucken, was die können. Das Ding kann Vigor. Vigor ist Leben. Mehr maximales Leben. Das klingt ziemlich gut. Wenn du mich fragst. Das ist auch Vigor 1. Da. Ziehen wir an. Was habe ich davor? Ein Bogen, ne? Aber insgesamt nur 12 Defense? Oh Mann. Diese Hose allein hat schon 12. What the fuck? Das ist so krass. Wie viel Werte wir dafür bräuchten? Chloranti-Ring. Was will ich denn wegmachen? Nehmen wir den.
Es war nicht der Damage von Bögen, nur die Reichweite, ne? Was ja auf hoher Reichweite der Schaden ist, aber naja. Andere Geschichte. Sieht merkwürdig aus. Aber gefällt mir. Die Handschuhe könnten anders sein. Vom Aussehen her jetzt. So. So, ich würde sagen, wir machen jetzt das Großholz. Das, im Deutschen heißt das, glaube ich, das Großholz. oder wir gehen jetzt da das noch machen. Das können wir zuerst machen. Dann haben wir hier alles komplett, hoffentlich. Also wir könnten jetzt alles komplett abschließen und danach das Großholz. Und dafür... Nein, richtig. Nutze ich immer den hier. Voll heilen. Zack. Nicht, dass sich einer von euch hier verwandelt, nur weil ihr jetzt anders seid. Oder so. Wo war hier der Gegner? Über mir oder unter mir? Da. Also. Ich wusste, dass hier so ein kleiner Kapuzenheinz war. Zweihander! Meine Lieblingswaffe aus Dark Souls 1. Cursed Gem. Breaking Wheel, cool. 100% Defense. 20. Ja, warte. Oh, cool. Das Ding gab's. Nur ein Bloodborne, oder? Benutzt mal den Special Move. Aha. Ich leuchte. Hätte ich mir mal durchlesen sollen. Wheel of Fate. Trust out of view and give a good spin. Imbues the spinner with a sense of strength. Aha. Also Stärke. What harms them in the process? Oh, ja, Tatsache. Jo. Okay. Coole Waffe. Nicht mein Playstyle momentan. Ist bestimmt super für Sachen, die sich sowieso heilen können. Mit FP und so.